Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier so top kommen. Besonders freut mich, wenn da junge Menschen sind. Mit jungen Menschen kann man noch viel anfangen, nicht wahr? Die alten Menschen, die sind doch nicht mehr so nötig. Junge Menschen, die sind nötig. Und das ist gut, wenn es so ist. Du weißt, es ist so gut, dass wir nötig auf dem Reichen wahrkommen, nicht wahr? Als ich von dir ein Thema gewählt, als du mir sehen, jetzt soll bei der Jugend hier was sein, dann dachte ich so ein bisschen, weil erst ist der Ratze Trubel bei der Jugend. Na, der Ratze Trubel ist einmal, dass man meist nicht fairer wahrscheinlich, oder? Im jährlichen Leben. Erstens, wir werden erfolgreich sein, erstens, wir werden fairer kommen, aber man kämpft meist nicht fairer wahr, ne? Ebenso ist ein Jugendlicher, der ist einmal so Progress, ne? Fairer wahr. Wir möchten was schaffen, wir möchten was erreichen. Und als junger Mann oder junge Frau schreibt man auch viel ab der Stund, ja? Man schreibt viele Tarn, aber irgendwo, wenn damit jährlich geht, dann läuft es so, dass man viel muss den Körper aufhängen und sagt, ich weiß nicht, was ist mit meinem Leben erreicht? Irgendwo komme ich nicht wieder. Irgendwo fällt immer frisch. Irgendwo habe ich nicht Erfolg. Und wenn es doch jetzt so ein bisschen Thema zu haben, über dort, wie kann ich, ich will damit anfangen, ein ehrlicher Christ waren und dann noch siegreich leben? Wie kann ich dort? Ein ehrlicher Christ waren und doch siegreich leben. Ich glaube, das ist uns wünscht, nicht wahr? Aber die Bibel die sagt uns, wer dort mehrlich ist. Und wir haben einen bitten geraten Abschnitt in der Bibel fertig lesen und dann dort auch ein bisschen behandeln. Ich will lesen in Römer Kapitel 6, die Versen 11 bis 23. Römer 6, 11 bis 23. Hier schrieb Paulus so: So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünden in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht aus dem Gesetz, sondern aus Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht aus Gesetz, sondern aus Gnade, unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid und dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Ungerechtigkeit zur Gesetzlosigkeit und zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, denen ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein bisschen langer Text, aber an diesem Text finden wir ein paar sehr wichtige Gedanken, oder viele wichtige Gedanken, Bernen. Und wir werden uns ein bisschen über dort Gedanken machen. Wir haben erstmal das Thema grob an $2 einzudollen. In der ersten Frage, was wir uns verstehen werden, wie war ein ehrlicher oder ein echter Christ? Ich denke, darauf kommt es an, nicht wahr? Wenn ich will siegreich leben als ein Christ, dann muss ich ein echter Christ sein, ich muss echt sein. Wenn ich nicht echt sehe, wo ich auch zweimal nicht siegreich leben kann. Wie war ich ein echter Christ? Wir haben hier in Vers 17 gelesen, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Hier sagt dort, je sind mal alle Sklaven von der Sünde warst. Was bedeutet das?
Na, wenn wir eine Bibel nennen erzählen, so sollen wir so ja deutlich, dass die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Dass ihr nicht ein Menschen abbeirrt, wo du rein für Gott ist. Nicht ein Menschen, wo du vollkommen für Gott ist, sondern jeder Mensch, der ist ein Sünder. Von der Geburt an. So sagt uns der Psalm, dass wir mit dem Mutterleib an eigentlich Sünder sind. Ich will nicht viel darüber nur mit wir reden, mir hängt von dem Thema ein bisschen anschaulich zu merken, dass wir ein bisschen was mit den Ohren sagen und ein bisschen was mitdenken können. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, von denen ich einfach mit verstehe. Das erste, was mir zu wiesen hängt, das ist das hier. Was ist das? Was ist das? Eine Kamm. Ja, ein Kammtje. Ja? Meine Frau erst nu, was dürfen wir an diese Kamm nennen? Was kann man da alles nennen? Dürfen? Für was ist das da? Ich kann ruhig sein, wirklich nicht schämen. Was? Ehrenswort, ja, was? Zum Beispiel. Eten, ja? Ich kann man Etensachen nennen, dürfen, ja? Was nach? Wutter. Kann man Wutter nennen? Noch was? Kann man noch denn nennen? Mös, Sop, Nudelsop, ja? Okay, was noch? Kann man so eine Kamm auf dem Tisch stellen zum Knörkes nennen, dürfen, hin und ein Serviette, das man gebraucht hat, ja? Zum Riesensachen nennen dann, ja? Kann man da irgendeinen Förder für Mietzen nennen dann? Komm auch, ja? Also wir sollen hier kommen, das Ding, das kann man zu viel brücken, schon ein Ding, nicht? Das ist ein sehr nutzbarer Ding. Kann man zu viele verschiedene Sachen brücken. Das kann man zu reine Sachen brücken, das kann man aber auch zu reine Sachen brücken, ja? Das ist kein Ding, das ist ja wie für alles brücken. Wer will uns nicht mehr verstehen? Bist du gedacht? Wie gehen ein Stuhl? Enthäupen uns das Ding, und uns, wir haben ein Ziel damit. Wir enthäupen nicht die roten Dinge, ne? Die roten dürfen nicht. Wir sind immer dran, enthäupen, wenn wir brücken, ne? So, du enthäupen uns das Ding, und uns Gedanken ist, ich will das Ding brücken, um Nudelsuppe daneben zu tun. Wir haben das im Stuhl gekauft, und ich komme nach Hause. Was deutet ihr schon damit? Utwaschen. Warum? Es hat im Stuhl nicht rein. Hat hier so einen riesen Stuhl, dass alles ries ist? Nein, ne? Das läuft nicht. Aber das ist richtig. Das ist richtig. Wir würden vielleicht mit uns Ohren zählen und sagen, dass es rein. Aber ich hole den Stuhl. Ich wollte nicht, wenn die Menschen nicht alle Eule Furt haben. Und du hast vielleicht ein kleiner Stoffband, was das nicht sonnen kann. Das ist einfach rein. Und Tonja wurde hat mir Gedanken kommen, diesen Ding zu schäuben, einen Stuhl, und dann in Hüß kommen und Furt reine Sachen nennen und Eten Sachen nennen. Wollen wir nicht. Wir wollen das erste reinwaschen. Wollt ihr, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir sind alle von Gott gemerkt. Die Bibel sagt uns, der Mensch ist von Gott geschaffen. Aber durch den Sündenfall sind wir alle Ohren geworden. Die Bibel lehrt uns so deutlich, dass ihr nicht ein Mensch, der da wirklich rein ist. Wir brauchen unbedingt eine Reinigung. Um wirklich ein Christ zu sein, muss wir gereinigt worden. Vielleicht sagst du, ich habe doch niemals nicht so groß gesündigt. Nee? Ich bin doch ein feiner Mensch. Ich habe doch immer von klein an sogar zu Sünderschule gegangen. Ich bin über die Jungschaft, über die Jugend dabei, immer in der Gemeinde. Ich bin doch ein feiner Mensch. Ich habe doch noch nicht schlecht zu tun. Und doch sagt die Bibel, das jäfft einen Menschen, wenn Gott genug ist für Gott. Das jäfft einen Menschen, der nicht gesündigt hat. Wenn wir in Römer Kapitel 3, Vers 12 lesen, da heute alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist doch nicht einer. Meint ihr, wie viel Mal die Bibel hier auflehnen wird, dort einen reinen Menschen gibt? Du sagst, alle sind abgewichen. Einmal. Sie sind allesamt untauglich geworden. Zweimal. Da ist keiner, der Gutes tut. Dreimal. Da ist auch nicht einer. Feuermal. Ein unkarten Satz. Wollt wir eigentlich, dass die Bibel die Wahrheit reden lädt? Die Leute sind davon überzeugt, nicht?
Wenn die Bibel, der wird aus keiner, nicht einer, brücken wird, dann meint es auch so, dann ist es nicht übertrieben, sondern dann ist es so. In der Bibel sagt es, dass ihr habt junge Menschen, wo du wörtlich rein ist für Gott. Was braucht es dann nur, um rein zu werden? Einen kommt, die dürfen auswaschen. Wir nehmen Wasser, wir nehmen vielleicht Säupe oder was auch immer, und waschen das aus, wir machen das rein, damit wir das brücken können, in Kreuze rein waschen, mit einem Mensch werden. Als Nikodemus der Nacht nach Jesus kam, dann hat Jesus zu dem auch was zu sein. Und er sagt am Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du darfst allmählich in unserem normalen natürlichen Leben Gott wollte gefallen. Wir brauchen eine wahre Geburt, wir brauchen eine Reinigung. Wir müssen von Gott reingemacht werden, um ein echter Christ zu werden, ist das unumgänglich. Das schafft nicht anders. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50, da lesen wir, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch nicht Vergänglichkeit, die Unvergänglichkeit erbt. Um für Gott tauglich zu werden, müssen wir eine neue Natur erziehen. Wir müssen gereinigt werden von Gott und wir müssen dem Geist Gottes in unserem Leben erziehen. Dort nennen wir wahre Geburt. Das heißt, um wörtlich ein echter Christ zu sein, muss wie wahre Geburten sein. Tonja von Ernst wird ab dem Gedanken kommen, dass wir, wenn wir das Wort in den Hüß bringen, aus dem Stuhl und das Handstellen, dann wird er sagen, so, kommt ihr, nun nehmt ihr mal fair und rennet kommt zu sein. Dann wird es kommt zu sein, so, etwa mit einer Säure anstrengen, nun wird ein rennet kommt zu sein. Ist es davon rein? Nein. Wir müssen dort auswaschen. In Kreuz zu wenig halt dort, wenn etwas Mensch sei, etwa ein rennet Leben führen, etwa mit einer anstrengen, etwa ein feiner Mensch sein. Dort ist fein. Wie sollen feine Menschen sein? Jo. Aber halten das uns dort nicht? Wie möchten wir waschen sein mit dem Blut Jesu Christi? Anders halten wir dort nicht, anders kann ich nicht geraten werden. Wichtig ist, dass Jesus Christus selbst mir mal einmal aus dort kommt, eine Hand nimmt und mir reinwaschen wird. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 20, Bad 21, da lesen wir, in einem großen Haus sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zu Ehre und die anderen zu Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Meint wie? Die Bibel sagt uns, in einem guten Hüß sind verschiedenste Gefäße. Das sind Gefäße, die brauchen wir für reine Sachen, für göde Sachen. Das sind Gefäße, was wir ehren dürfen, was wir vielleicht besser mit einem Glasschopf holen, wenn wir Jast haben. Aber das sind doch Gefäße, was wir für Jast zweimal verstauen würden, sondern da dürfen wir vielleicht unsere Mietzen und Koten und einen Hund von fördern. Das sind dann nicht zu ihr. Da würden wir dann nicht irgendwo rumstunden, dann würden wir dann mal abriehen, verstauben. Ja? Und so sage ich, das ist doch in dieser Welt. Das sind Menschen, die sind da. Der eine sind zu der Ehe da, der andere sind zu der An-Ehe da. Wollt ihr, was aber der Unterschied ist von diesem Ganzen? Der Unterschied ist, dass wir als Menschen, wir können uns reinigen lassen. Wir können changen, wir können uns verändern. Und kaum sie können sich nicht verändern, ne? Aber wir können uns verändern. Und dann sagt uns die Bibel hier, wenn sich einer von deu Gefäße reinigt, dass heute, wenn der einmal nach Jesus kommt, und sich mit dem Jesus sein Blut reinwaschen lässt, dann wird es ein Gefäß zu ihr Gottes, nützlich für den Hausherrn, nützlich, brückbar für Gott, für jeder gute Wort. Und hier war die Frage, bist du ein gereinigtes Gefäß? Hast du dich von Gott reinmerken lassen? Bist du brückbar für den Hausherrn, für Jesus, für Gott? Kann heute die Brücken aus einem reinen Gefäß, wenn du sie ihr ist? Oder steckst du noch einmal an dem Blatt. Vielleicht denkst du, vielleicht als siebengöder Mensch, aber hast noch zweimal nicht Jesus eingenommen. Dann wollte ich nur sein, dass das tut. Um ein ehrlicher Christ zu werden, musst du nicht Jesus kommen. Du musst was machen. Wollt ihr eine Bekehrung? Das ist ein Akt. Eine wahre Geburt. Das ist ein Akt. Kreuz ist eine Geburt. Nicht für Jesus, sagt die Bibel, wahre Geburt. Wir wollten eine Geburt, das passiert nicht hier und so, dass es ein Ende geworden ist. Eine Geburt, das ist ein Akt, das ist ein Prozess. Da geht etwas fair. Da passiert wird. In Kreuz ist eine wahre Geburt, da geht was fair, da passiert wird. Eine wahre Geburt, eine Beziehung ist dann, wenn ein Mensch ganz bewusst nach Jesus kommt.
in sich verarmt, neues starten, sagt, Herr, als ein Sünder, als ein gerieser Mensch, dann komm und wasch du mir rein. Und die Bibel sagt, wer Sünde Jesus zähmt, dem wird er nicht beisteuern. Dem wird er annehmen, dem wird er rein mögen. Und ich dann, sei wie wertlich, reine Gefäße, wünsche ihr Gottes Dorsentchen. Nicht weil die einladen, wenn du das noch nicht getan hast, von der ersten Lehne nicht. Du kannst es von der tun. Und vielleicht sagst du aber, warte mal, dort habe ich erlebt. Als ich habe mich betiert, als ich in Gottes, das war ganz nahe. Warum aber habe ich nicht ein siegreiches Leben? Und ich komme zum zweiten Teil. Warum ist mein Leben als Christ immer so schwer und immer verliert irgendwas? Ich komme nicht fairer was. Wir lesen hier in dem Versen 18, 19 in der Schrift Paulus so, freigemacht, aber von der Sünde, wie wir gesagt haben, rein gewaschen von alles, ja, von diesem ganzen Draht, freigemacht, aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir sind rein gemerkt, nun sind wir Sklaven für die Gerechtigkeit. Was macht wir dünnen? Wenn wir den 17. Vers lesen, da sagt der Gott, aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bilde der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ja? Und dann sage ich, freigemacht, aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und dann verschneidet ihr heute wieder, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Viele Menschen, wenn sich betieren, dann werden das so aus euch mit dem Kommen zu nehmen. Oder ist sie erreicht? Was kann ich Ihnen nennen tun? Nichts. Absolut nichts. Warum nicht? Weil es kommt, es steht mit der Öffnung eine Onion. Ja? Als würde es wie beim Abwaschen viel muss auch so tun. Ne? Wir waschen das ab, merken das rein, und dann stellen wir es sieht, das Wut aufschälen soll. Ja? Aber dann fehlt es noch aufzudrehen, und dann fehlt es anders an der Stelle, dann zählt es Brücken. Aber viele Christen, die blieben so stunden, nachdem sie gereinigt sind. Wir haben gesagt, ein Gefäß, was sich rennen lässt, kann nutzbar sein für den Hausherrn, für jede Geburt. Aber wenn er mich nicht brücken lässt, kann er nutzbar sein? Er kann nicht nutzbar sein. Weil er lässt mich nicht brücken. Die Bibel sagt, wenn du in Sklav wärst, dann machst du uns brücken lässt, nicht wahr? Dann macht er uns einsatzen, dann macht er uns tun, wir machen uns bewegen, wir machen für den Herrn da sein. Aber wenn er mich so anstellt, dann lässt er mich einfach nicht brücken. Viele Menschen tun das so und erwarten immer noch, dass sie wollen ein erfülltes Leben als Christen haben. Kann ich ein erfülltes Leben haben? Das kann ich. Weil es lässt mich nicht brücken. Weißt du, bloß ein fahrendes Fortig kann man lenken. Und bloß mit einem fahrenden Fortig kommt man am Ziel. Wenn ein Fortig steht, wollen wir das noch nicht anfangen. Und so ist es doch für uns wichtig, dass wir fahrenden, dass wir uns brücken lassen, dass wir uns bewegen, dass wir uns mit einer oben in den Boden stellen, damit Gott uns entfällen kann, damit wir brückbar sind. Paulus ermahnt uns und sagt, stellt jüne Glieder, stellt jüne Salz, stellt jüne selbst Gott zur Verfügung. Jeft jüne Hahn. Und das ist interessant, wer Paulus das hier tut, jetzt sogar eine Welt nennen. Und er nennt sogar ein Bild der Welt und er sagt, eine Welt, du hast jüne zur Verfügung der Sinn gestellt. Er macht da bloß auf mein Leben denken. Er hat mich betieren, das wäre ich 15 Jahre. Aber bei 15 Jahren hat er so viel schlechte Sachen gemacht. Er hat bei 15 Jahren ganz in der Welt gelebt. Mit welcher Leidenschaft rennt wieder Sünd herum? Er war, als wir in Russland betreut, als wir bei 15 Jahren in Russland abgewachsen, und wie wir in der Welt, wir hatten da ein Darb, wo wir waren, da hatten wir einen Club, und da wie immer. Jeder freie Zeit, was wir bloß haben können, rennt in dem Club. Da gab es ein Billard, da gab es Tanzen, da gab es Kino, da gab es alles Mögliche. Da kommen wir verschiedenste Damen stöhnen.
Und da rennt wir hin, da gehen wir uns hin. Wenn wir freie Zeit haben, wenn wir zwischen uns studieren haben, so ist besonders, dann wir wie einmal da. Und dort verbracht wir unsere Zeit. Mit welcher Leidenschaft, wir jähren wir da. Hier braucht uns Paulus das Bild und sagt, das doch mit dieser selbstigen Leidenschaft, Jesus nur folgt. Wenn wir nur reingewaschen sind, warum gehen wir uns nicht ganz hin, so aus dieser Welt, die Sinn deinen dort? Denkt ihr da bloß an die ganze Unterhaltungsbranche, ja? Wenn wir bloß daran denken, der Entertainment in dieser Welt. Das ist ja riesig, ja? Das ist das ganze Rest der Geschäft auf dieser Welt. Das ist Entertainment. Ja, das sind die ganzen Movies, Hollywood und so weiter. Das ist das Rest der Geschäft auf dieser Welt. Mit welcher Leidenschaft sind da Menschen dabei? Ich denke bloß an den Manager, die da sind. Die haben ein ganzes Leben nur später zu tun, als sich bloß auszudenken, wo sie die Menschen mit irgendeinem Dampf in der Höhle tun. Die geben ihr Leben dafür an. Wie leidenschaftlich spielen eigentlich die Schauspieler in den Movies mit? Man würde denken, das ist ganz echt, was man da checken lässt. So leben die da mit. Warum? Bloß um Ruhm zu kriegen, um vielleicht Geld zu verdienen, ich weiß nicht, was auch immer. Ja? Um in dieser Welt ohne Sein zu sein. Wir als Christen, wir wollten, dass das alles vergänglich ist. Dass das alles nicht bleibt. Wir wollten, dass die Menschen, die sich nicht wollen, beziehen, ewig verloren gehen. Wir wollten das. Und wir wollten dort, dass allein wer Jesus dienen wird, dort der wirklichen erfüllte Leben hat. Alles andere ist nichts. Wenn wir diese ganzen Schauspieler und die ganzen Sänger und so weiter, die ganzen berühmten Menschen in dieser Welt, würden wir betrachten, ob irgends so, dann dort, wo die Tönner sind, wenn sie mal so up sind, also dass sie so wirklich sind, dann würden wir ein ganz anderes Bild sein. Dann würden wir ganz elende Menschen sein, wenn sie ausgebrochen sind, ausgenutzt sind, in sich selbst nicht mehr wollten mit in ihrem Leben. Und jetzt läuft manch einer, wenn es so berühmt ist, der wird jieren mit jemandem tüschen, um Frieden in seiner Seele zu haben. Weil diese Welt nutzt die bloß aus. Aber bei Gott ist es anders. Und hier braucht die Bibel das Bild und er sagt, zieh dir mal leidenschaftlich an die Sünde heranran. Das ist doch kein anders ran. Nur Gott kreist so leidenschaftlich heranran. Jeft und Hahn, Blutchen broken von dem Herrn. Das doch wirklich am allein deinen, am verherrlichen. Wir Christen, wir wollten, dass diese Welt ist, dass sie verjährt. Aber was wir für den Herrn deinen, was wir für am deinen, das bleibt für alle Ewigkeit. Das was dort wird uns nur fallen, das an alle Ewigkeit. Deswegen sollen wir uns amdenken, wir sollen wirklich uns dem Herrn hingeben, um arm zu deuen, uns Brücken zu loten, nicht mit der Öffnung der Ohrenstunden, sondern mit der Öffnung der Buben, damit Gott hier nicht erfüllen kann, was er will. Dass wir abgefällt wurden und dann wollen wir ein siegreiches Leben führen. Du sagst vielleicht, Anja, warte mal, du redest so leicht. Ich dort deuen, ich lot mir Brücken, ich habe deine Jugend mit. Und ich weiß nicht, was alles. Aber irgendwo ist mein Leben doch nicht siegreich. Was ist damit erreicht? Weißt du, es will das so sein, das kommt drauf an, mit was wir uns fällen lassen. Wir müssen uns fällen lassen, ja, aber mit was? Darauf kommt es an. Paulus schrieb hier in den Versen 12, Bad Sastien, habe am Anfang gelesen, so herrsche nun nicht die Sünde in euren sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Sünde. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Gehorsam oder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven der zum Gehorsam zur Gerechtigkeit? Hier sagt also selbst, sagt Lutzen Brücken, Lutzen aus Glieder, Stadien Gott zur Verfügung, möchten ob, dass sie abgefällt wurden. Deshalb sagt er, das kommt darauf an, mit was wir abgefällt wurden. Wenn wir denken als Christen, wir können nur leben und tun, was wir wollen, was von der Fehl, die Predigt wird,
dann wollen wir nicht Erfolg haben. Ja? Das ist uns doch klar. Wenn wir die Wurden hier nehmen, und wir haben zum Beispiel ein Kamtier gekauft, um Nudelsuppe zu ernten, und die Wurden da aber ganz schwinische Sachen nennen, sagen wir mal Schwinsföder. Können wir dann noch einmal Nudelsuppe nennen? Wir kennen das, aber das wird auch alles Schwinsföder geworden oder nicht. Am Ende würde das nicht essen werden. Weil er das schwinsch merkt von der Sünde. Verstehe? Und das ist doch an unserem Leben. Wenn wir ans Leben schwinsch merken, nur dem wir gerenigt sind, wenn wir einfach wieder leben und unsere Fleisch ist lost, dann kann Gott seine Sachen doch nicht nennen dünnen. Dann kann er uns nicht brücken, wenn wir sind, war er eine Schwind. Wir sind war er unbrückbar geworden für die göttlichen Sachen. Gott kann uns dann nicht brücken. In Vers 15 sage ich hier, was ich dazu gelesen habe, was nun sollen wir sündigen, wenn es viele Menschen sagen, ja, wir können leben als Christen, wir haben einmal, wir sind hier gerat, ja, einmal gerat, einmal gerat, wir können nicht mehr verloren gehen, nicht haben wir leben, was wir wollen. Was nun? Sollen wir sündigen? Das geht nicht. Wird ja wie sündigen, wenn Gott uns einmal erinnert hat. Wenn wir uns zur Verfügung stellen für die Sünde, dann sind wir wahrer da, wo wir wären. Wir kommen wahrer da, von wo wir weggekommen sind. Dann sind wir wahrer Schwinsch. Dann braucht es wahrer eine neue Reinigung. Anders sind wir nicht zu brücken in diesem Leben. Vielleicht würdest du sagen, nee, als ich in Christ, als du nicht sündigen. Nee. Er tut vielleicht bloß ein paar Sachen, die nicht so schlimm sind. Ja? Das ist ja nur Sachen, die nicht so schlimm sind. Dann redet man mit jemandem und sagt, du hast mit diesen Jahren zu tun. Das ist nicht so schlimm. Das merkt mir nichts nicht. Schande sind? Das merkt mir nichts nicht. Er kennt seine Sachen einfach auch. Ja? Er redet man für Karten mit einem Bruder. Und er vertelt, dass er mal als Christ, er hat sich auch beziert, aber er ist überzeugt davon, einen Bäuer auszudrücken, das ist nicht schlimm. Das merkt nichts. Und er hat eine lange Zeit so gelebt, immer so fragt, ein Bäuer auszudrücken, merkt sie nicht. Ich glaube, das ist ein Bäuer. Bäuer ist ein bisschen getränkt, ne? Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Was er dann mit einem anderen Christ Typ, wir in seinem Restaurant, und er bestellt sich, war ein Bäuer, und dann sagt das Christ, willst du noch einmal Bäuer trinken, willst du ein Christ sein? Ja, das merkt mir aber noch nicht. Ne? Das ist nicht schlimm. Das bloß trinken. Und dann sagt er zu ihm, und die Leute haben so erreicht, er sagt, pass mal selbst nur die ab. Pass mal selbst nur die ab. Wenn du nicht warst, ein Bäuer trinken, ist es nicht so, dass du dann warst mit einmal viel leichter, dass du die Tschechische reden und deine Tunge wird einmal viel löser geworden. Aber einmal sagt er, ja, das stimmt. Ja, ist das nicht schlimm? Es ist vielleicht nicht schlimm, aber du bist Löser und du bist viel offener und viel Spieler geworden, drin sind. Verstehst du, dass die Dinge, die sind vielleicht nicht schlimm, aber du merkst es auch anreden. Es wird noch einmal verdeutlichen, waren ein paar Sachen, was das hier mitgebracht hat. Schau mal, jetzt habe ich hier eine Serviette. Ja? Das haben wir alle, ne? Was tut man mit das? Ja, das kann man brauchen mit dem Müll waschen, ja? Das ist ein ganz reiner Ding, ich habe es ganz rein genommen, ja? Den Müll waschen. Das rein. Ich bin überzeugt davon sein. Ja? Ich kann mit dem Schweiß aufwaschen. Wir sollen, es ist so rein, dass ich brücke das zum Gesicht. Ja? Das ist ein feiner Ding. Und so werden brückt wie alle, nicht wahr? Beim Eten, wenn du die Hände aufwaschen und so wieder. Das ist doch was feiner. Das ist doch was reiner, oder nicht? Ist das was schlimmer? Nein. Nein, was ich hier nennen will. Ist doch nicht schlimmer. Das ist doch ganz okay. Ne? Ich habe vielmals Troubles mit meinen Holz. Da werden sie einfach so eine Holzkenntnis, ja? Ich gleich die Säure, wenn sie halten mich vom Holz, dann sind sie gesund und schön, da werden sie etwas sabotieren. Ne? Das ist ja noch nicht schlimmer, das ist was schön. Jetzt habe ich ein Papierchen, Eva gehört, das wie ihr kennt, die Bänder sind ganz rein. Das ist doch noch nicht schlimmer, oder? Er wird auch keiner drin. Das ist ein Papierchen, das ist nicht schlimm. Candies sind sehr gut. Manchmal sogar diese erfrischend, da merkt man Holz schön, ja? In alles im Atem schauen und das erhält mein Holz und so. Aber warum lache ich so alle? Heiliger Tömmernchen Prediger, soll man kennen, den Müll? Scheinbar nicht, ne? Er ist auch nicht. Naja, er ist vielleicht nicht ganz gut, man kennt den Müll auf der Konsole zu stehen, er ist vielleicht nicht gepasst, okay. Aber wir haben alle so ein reines Candy, ja? Er wird auch keiner dünn. Und so können wir andere Sachen nach einer dünn, nicht? Wir können nach viele Sachen nach einer dünn. Wollen wir hier nach einer Nudelsuppe nennen morgen?
Hä? Warum nicht? Das sind bloß Sachen, wenn sie nicht schlimm sind. Und die haben gesagt, jetzt haben sie sogar Müll geholt, und jetzt sind sie in Sächt und alle Wens. Das wären reine Sachen. Aber was ist es geworden? Was ist es geworden? Ein Garbage-Eimer. Nicht wahr? Das ist nicht mal ein Nudelsuppe kommt. Das ist ein Garbage-Eimer geworden. Aber das sind bloß Sachen, wenn sie nicht schlimm sind. Verstehe ich, wo ich hin will? Wir leben in unserem Leben und sagen, ich sünde nicht mehr. Ich habe mich, als ich betiert, als ich mit euch bin, und ich tue nicht mehr schlimme Sachen. Dort, wo ich tue, das sind bloß Kleinigkeiten. Das ist nicht so schlimm. Wir merken mir nicht. Ja? Was ja für alles, was wir uns nicht alles merken. Zum Beispiel Musik. Ich höre hier Musik. Ich auch. Ich sage ganz ehrlich. Manche Musik wird sogar christlich genannt. Ja? Und jetzt hörst du die Musik. Das ist nicht schlimm. Das sind vielleicht sogar christliche Wieder da. Das ist nicht einmal zu verstehen, aber das sind da. Ja? Und jetzt hörst du das hier. Und mit einem Mord, wenn ich die Musik hörst, kriege ich ganz schlechte Löhne. Ich habe keine Last mehr. Und so habe ich nicht mehr Last, in die Jugend zu gehen. Ja, Sonntag Nummer 80, wenn ich heute nicht gekommen bin, schon ein Buch voll schlören und leiten, ein bisschen Hand, ein bisschen Musik herrschen, habe ich die Musik herrscht, und dann steht eine Glocke, Glocke ist halb zwei, heute war die Jugend. Ja, irgendwie Jank hat mir das nicht mehr. Heim sind die Leute? Wort ist auch recht. Wort ist auch recht. Wollt ihr, was auch recht ist? Die Musikort ist auch recht. Die merken es kaputt. Auch wenn das schöne, tristliche Leute sind, wenn scheinbar gute Zeit zu haben. Aber allein der Ort, ja, und ich rede zum Beispiel besonders von Rockmusik, der merkt uns kaputt. Ich wollte nicht auf jeden Morgen, aber ich wollte so ja deutlich. Der merkt uns einfach bannerlich zwei. Man sagt, ich tue doch noch nicht schlimm, aber warum habe ich nicht Erfolg in meinem Leben? Weil ich mich mit Dingen fällen tue, die nicht schlimm sind, aber mir doch zwei merken. Oder denkt ihr dann anders? Wenn die Jugend das so hier mit mir alles Raum drüben, nicht, Jungs? Ist doch nicht schlimm, oder? Wir machen es doch alle mal befrieden, das ist doch mal was Schönes, nicht? Dann kommt man zur Jugend und man hat schon ein Interesse mehr für die Bibelarbeit, weil man hat sie dann noch einen Partner, mit was man so hier ein Typ ist, ja? Und dann hat die Jugend Volleyball spielen, aber ein Partner sagt dann vielleicht am Vortag, merkte deren Töne, dann macht man sich unter Höhlen, ja? Und dann... Vielleicht sogar über jesliche Dinge, nicht wahr? Dann schicken sie dem Jugendleiter an, oder der Jugendleiter stiert sich und wartet, wie die Band sagten. Dort ist doch ein jeslicher Jugendleiter, nicht? Der kann das nicht verstehen, dass wir hier ein jesliches Gespräch haben, vielleicht sogar über die Bibelarbeit, die sie genommen haben. Oder über die Gemeinde, wo da so arreich rannen geht. So eine jesliche Gespräche habe ich. Ist das nicht schön? Das ist nicht schlimm, oder? Aber irgendwie ist das nicht richtig. Weißt du, und wir kommen nicht wieder. Das tät bloß nicht in unserem Leben, irgendwie. Wir wussten nicht im jesligen Leben. Wir können hier ganz verschiedene Sachen wieder gehen, was uns so stören. Er zeigt mir vielleicht im Internet verschiedenste Dinge an. Dann vielleicht gar nicht schlimm. Aber irgendwie fesseln sie mich so sehr, dass ich nicht mehr Zeit für andere habe. Für das Wichtigste. Dass ich Sportarten, die uns so beschäftigen, ja, Football oder Volleyball, dass wir so beschäftigt mehr sind, dass wir während der Bibelstunde sogar bloß selten können, bloß noch an Volleyball lernen oder an Fußball lernen. Und gar nicht mitkriegen, was an der Bibelarbeit los ist. Weil wir sind gefällt mit anderen Dingen. Ist Football schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Ist Volleyball schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Aber wenn uns das fällen geht, und wir haben uns Gedanken bloß noch da, und wir können einfach nicht jährlich wiederkommen, dann ist das alles schlimm. Dann wird uns zu einem Abfalleimer merken, verstehe ich? Das merkt uns zu einem Garbage-Eimer. Wir kommen einfach nicht wieder in unserem Leben. Das sind ganz, ganz viele Dinge, wo wir würden sagen, das ist nicht schlimm. Aber dennoch merkt uns das kaputt. Womit fällst du dein Leben? Was ist an deinem Leben wichtig? Wo kämpfst du oder wo denkst du an deine Zeit, wo du allein bist? Ist das gut? Ist das erbaulich? Ist das dort, was die notende Gott bringt? Oder sind das Dinge, wenn vielleicht so, das muss schlecht sein, das ist neutral, die bringen mich nicht an, nicht an, ja? Aber die bringen die irgendwo an. Was ihr im jeslichen Leben, jeft das nicht ein Stellstuhl, das jeft nicht ein neutral.
Entweder du gehst Pferd oder du gehst hin. Stunden bleiben kannst du nicht. Wir hatten immer, als wir zweit in Deutschland, da hatten sie sonst einen großen Bagger, einen Radlader, ich weiß nicht, wer heute, wenn einer hat. Das ist ein großer Schöp. Nein, Exkavator nicht, aber ein Schöp vom Pferd schüben, naja. Almost so was hat wie da. Und das Interessante wird, der hat sich neutral. Mit dem kannst du bloß entweder eine Fähre fahren oder eine Hinge fahren. Und Bremsen, Bricks hat er auch nicht. Er hat ein ganz anderes Ding, und mit dem verstand sich nicht jeder. Ja? Ich habe mir eingeliert, mich in der Schall mit dem fahren, dann soll er größer, und dann fuhr wir einmal. Und dort wird zum Beispiel bei der Zeit, hat er den Zähler ausgerufen, dann hat er das abgebüht, dann muss er aber noch nicht schattiert, aber wir wollen dann mit so einem ohne Bricks noch nicht fahren. Da fährt man ja ganz nicht. Ne? Dann fuhr ich einmal mit Pferden hin, Pferden hin, dann einmal so mit den Bricken und dann einmal so die Spieler, und dann konnte ich da diese Arbeit merken. Aber so erscheint jeder nicht. Weil die viele Christen, die leiten so einen Bagger, ne? Die fahren das Pferden hin. Und dann wundern sich, warum kommen die in ihrem ersten Leben nicht Pferde weg? Im ersten Leben kann man nicht brechen, man kann nicht stunden leben. Das geht bloß entweder eine Pferden oder eine Hängen. Ein von beides. Wer steht an deinem Leben? Bist du da rein? Fällst du dir mal tot, was dem Herrn gefällt? Oder hast du noch viele Dinge, was du eigentlich zum Abfalleimer mögen? Da will ich noch ein Gedanken dazu sein. Was kann man mit dem merken, damit es doch noch ein guter Armer wird? Ein brauchbarer Ding. Was kann man damit machen? Oder ist es nicht verbrockt? Ist nicht verbrockt, ne? Wir machen da bloß weiter reinwaschen. Hier. Wir können das reinwaschen. Und wenn wir das runternehmen, was da drin ist, in reinwaschen, dann ist es weiter brockbar für den Herrn. Stimmt das? Und das ist, was die Bibel uns lehren lässt. Was die Bibel sagt uns, das hilft den Menschen nicht, was nicht sündigen lässt. Auch nicht den Christen. Wir alle fehlen in unserem Leben. Wir alle fallen mal. Wenn wir aber wollen, Pferde wegkommen aus dem geistlichen Leben, ist es wichtig, dass wir uns immer frisch reinigen lassen. Immer frisch von Jesus reinmerken lassen. Selbst Dinge, die für gute Sachen brauchen, wurden immer frisch ausgewaschen. Und wir müssen auch immer frisch ausgewaschen worden. Wir haben eine Begebenheit in der Bibel, dort es aus Jesus das letzte Mal mit der Jünger Abendmahl eten hat. Da ist eine Begebenheit, dass Jesus mit einem von diesem Ofen mal absteht und er nimmt sich ein Handtuch, er nimmt eine kaum Wutter und dann fängt er an, mit der Jünger den Feucht zu waschen. Jetzt haben wir die Begebenheit, ja? Und dann kommt über Petrus. Petrus sagt, no, Herr, du bist mein Lehrer und du wirst mir den Feucht waschen, sonst wird nicht passieren. Du kannst mir nicht den Feucht waschen. Und dann sagt Jesus da am Johannes 13, Vers 8, Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Verstehst du diesen Gedanken? Jesus sagt, wenn ich dich nicht feucht waschen will, hast du keinen Anteil an mir. Wenn wir uns nicht immer frisch reinigen lassen, verlieren wir den Anteil an Jesus Christus. Wir brauchen diese Reinigung. Wir brauchen dort, dass wir immer frisch nach Jesus kommen und uns reinwaschen lassen. Wenn wir dort nicht dönen, sagt Jesus, dann wirst du nicht ein anderer, du wirst das verlieren. Viele sagen von der Eumel der Rat immer ihr Rat. Aber Jesus sagt, du wirst das verlieren. Weil du wirst unbrauchbar worden. Du wirst in den Zustand kommen, wo das nicht mehr Terrain geht. Deswegen ist es wichtig für uns Christen, dass wir wollten, dass wir immer frisch nach Jesus kommen dürfen. In 1. Johannes 1, Vers 8, Matthäus, da lesen wir, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie wird das geschrieben? Das Schrift nicht Ernst Onja, sondern das Schrift der Apostel Johannes. In Johannes ist einer von drei, wenn du dich bist, bei Jesus wir. Das ist einer von den drei Jüngern, was immer bei Jesus wir. Und sogar einer von drei, wird bei Jesus ohne Brust lag. Ein Jünger, von dem mit einer Bibel heute, wie ein Jünger, den Jesus liebte. In dieser sagt,
Wenn wir sagen, dort wir Zeugnis sind, haben, dann beleben wir uns selbst in der Wahrheit, es nicht in Angst. Heute sagt wie. In der Mitte betreibt heute sich mit Nenner. In der Mitte wird deutlich, jeder Christ fällt mal. Jeder Christ macht sich mal ernst, wo er ist. Was macht er dünnen, wenn er gefallen sie? Er sagt, wenn wir über unsere Sünden bezahlen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von allen Sünden und von allen Ungerechtigkeit. Und das ist, was wir dünnen machen. Wir machen nur Jesus kommen. Wirst du erfolgreiches Leben haben, wirst du Sieg in deinem Leben haben, dann lud die Fällen von Jesus mit guten Dingen und lud dich immer frische Reinigung von dem Herrn. Damit du fährerweise kannst kommen in deinem Leben. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Ich will hier an dieser Stelle einfach einladen, dass sie zum Schluss gekommen. Ich will einfach sagen, wenn hier jemand ist und der vielleicht sagt, er ist noch nicht gereinigt. Er ist noch einmal ein Gefäß, was Gott zwar geschaffen hat, aber mein Leben ist noch voller Stoff von dieser Welt, voller Schmutz. Dann will ich dich einladen, komm nur Jesus von dir. Die Lehne hast du. Wenn du weißt, wie ich an jedem Typ reden, Typ beten, und du kannst von dir ungereinigtet Gefäß werden zu ihr Gottes. Wenn du aber sagst, als sie ungereinigtet Gefäß, als sie eigentlich bezieht, aber ich komme in mein Leben nicht fair, dann wird dir auch sein, auch du kannst nach Jesus kommen. Auch du machst vielleicht für den Herrn mal was betanen und die reinen Luten von dem Herrn, mal Buße tun über Dinge, die du vielleicht in deinem Leben abgesammelt hast und die freimöcken davon, damit Jesus die Wahrheit anfällen kann mit Dingen, die zu seiner ihr sind. Du kannst von nach Jesus kommen. Und wenn du ein Gespräch wünschst, dann, wir sind da, sie sind auch andere Brüder, auch die Jugendleiter, alle von Jünd, sind hier ein Bräut, mit Jünd zu reden und zu helfen, vielleicht eine oder andere Sache zu reden. Ich will dir einladen, lass das nicht in deinem Leben so sein. Du brauchst nicht ein Mensch sein, wenn du immer ohne Lust von der Sünde leben lässt, ohne Lust von Satan. Lass dich frei machen. Wenn du in Jesus bist, dann bist du wirklich frei. Und das wünsche ich dir ernst. Amen.